Hallo, meine Tubes, und willkommen zu der 10. Folge von MeinYouTube. Von Minecraft Skygrind, meine ich. Ja, ich habe jetzt hier mein erstes Hühnchen auf diese Farminsel. Werde ich es jetzt mal nennen. Gebracht. Und ja, das würde es hier fleißig erlegen, oder warte mal. Ich sollte es eventuell in so ein kleines Loch scheuchen. Das ist vielleicht ein bisschen fies. Aber es wäre das Beste. Oh, upsi. Was war das denn? Was ist das denn? Packen wir es gleich darunter. So. Jetzt könnte ich ja vielleicht noch einen Trichter craften. Oder warte mal. Ja, sind hier gleich wieder Hopper, ne? Ja, Hopper gibt's. Gut. Hopper gibt's schon 1.7.1. Das ist gut. Ah, Mist, ich brauche ja noch eine Truhe. Eine Truhe auch noch craften. So. Zack. 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 Hä? Ach so. Ha. Almost. Almost. Ganz knapp. Okay. Ja, jetzt, oder machen wir es am besten so. Oder wie machen wir das jetzt? Hm. Ja, komm, lassen wir das Hühnchen trotzdem hier hoch. Da, ich hab noch was. Nicht abhauen. Bleiben. So, jetzt fange ich das hier ein. Okay. Nein! Bleib da drin! Komm schon! Na komm! Du kannst jetzt nicht einfach weghauen. Abhauen hier. Das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht machen. Nein! Mann! Bleib doch da! Ich pack's gerade gar nicht mehr. Komm, raus mit dir jetzt. Hopp, ich schub's dich an. Hier, zack. Auf geht's. Ach komm. Das gibt's hier wirklich nicht. Was ist denn los? So. Also jetzt rein hier. Komm. Hallo. Chicken? Ich werde hier sauer. Du willst nicht, dass ich sauer wäre. Also, komm mit. Komm. Beifuß. Beifuß. Ja, langsam, langsam. Langsam. Und. Jawohl. Sehr nett. Also ich hätte es doch echt anders machen sollen. Dass ich es gleich unten lasse. Chicken. Ach, egal. Das war ja mal wieder viel zu viel Aufwand hier. So. Also eine Karotte wäre eigentlich ziemlich geil. Könnte ich nämlich die Schweinchen hier rüber bringen. Oh shit. Das ist ein ganz gefährliches Viech da drüben. Dem Fleischwurm sicher legen. Jesus. Alter. Oh ne, der schaut's. Der legt schon auf uns ab. Oh nein. Da ist nochmal so ein Chomper, ey. Chomper, hau ab. Böse. So, jetzt müssen wir aber gucken, dass wir nochmal ein Chicken uns fangen. Wo ist ein Chicken? Ah, da ist ein Chicken, da ist ein Chicken. Ein Chicken! Ich will nur ein Chicken. Ein einziges. Jawohl. So ist's brav. So ist's brav. Solange das Chicken genauso schnell ist wie die Monster. Sieht ein bisschen schlecht aus. Okay, ich glaube, ich muss den mal ein bisschen töten. Enchant Golem. Das klingt interessant. Okay, hier würde mich nicht treffen. Hoffe ich jetzt mal. Dieser Scheiß. Was auch immer das ist. Ah, ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, wie ich diese Teile hasse. Das ist unmöglich.
mir was Schönes. Na, wieder nichts gedroppt, ne? So sind sie, die Monster. Ach, das sind die hier, die was schießen, die Hacks. Hau ab, Hack. Nein, jetzt ist das Chicken doch nicht dies. Oh, da ist es gut. Ach komm, jetzt muss ich echt nochmal in meine Base zurück. Mir was zu essen machen, nur wegen diesem Hack. Das ist wirklich anstrengend. So. Cyclops. Ich muss mir jetzt übrigens echt mal irgendwie so Carpenter-Blocks oder so machen. Weil sonst ist das Modpick eigentlich so gut wie umsonst. Ich kill hier eigentlich. Das Einzige, was ich mit dem Modpick mach. Oder was hier in der Serie mit dem Modpick zu tun hat, sind eigentlich die Tiere, die ich töte. So richtige Blöcke oder so habe ich noch gar nicht gecraftet, ne? Also. Sollte ich vielleicht mal machen. Naja. Alright, hier ist Lava und Wasser. Oh. Oh, ein Ei hat's gelegt. Nein, nein, nein. Böse. Aus. Aus, aus, aus. Ah. Ich will nicht. Ach, ach Gott. Oh nein, da ist ein ganzer Rudel. Komm, kann ich es anschauen? Jawohl, es kommt mit. Es kommt mit, es kommt mit, es kommt mit. Jawohl. Wo ist es zu? Nein! Nein, wo ist es denn? Wo ist es? Alter, was war das denn jetzt? Mann! Okay. So, ich rack mich. Wie soll ich überhaupt dragen? Oh, Rusted Iron Ingot. Oh, nice. Oh, scheiße. Souls are out. Scurrying tonight. Ach, du Mist. Ach, du Mist. Wer sagt sowas? Ach, du heilige Scheiße. Das klingt mir nach irgendeinem Event oder sowas. Ist auch überhaupt nicht optimal jetzt, wo ich nichts zu essen dabei habe. Und mir auch nichts machen kann. Na gut, da muss ich wohl jetzt ein bisschen hier unten die Nacht verbringen. Und ja, mal gucken, wie es so wird. 3 Tage später. Oh shit, hier haben wir jetzt eine fliegende Biene oder eine Hummel. Nightfly, oh, eine Nachtfliege, okay. Ah, nur Copper Coins gedroppt. Bis jetzt habe ich echt nur scheiß Drops bekommen, also es ist echt... Ich könnte echt mal ein bisschen bessere Sachen bekommen hier. Hm. Ja, Leute, ich möchte noch was sagen, und zwar habe ich jetzt eine neue Maus. Ich habe eine neue bestellt während des Prime Days bei Amazon. Weil sie halt, ja, reduziert war. Und ich habe jetzt auch, habe mir auch gedacht, dass meine Maus irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Spiel hatte beim Scrollen. Beim Scrollrad war ein bisschen Spiel. Und das war ein bisschen zu viel Spiel, ne, für mich. Und deswegen dachte ich mir da, kaufe ich mir gleich eine neue Maus, wenn sie reduziert ist. Und zwar die extra teure, die Unge auch hat. Die Rocket Tyen. Genau, Rocket Tyen heißt sie. Also T-Y-O-N. Kostet über 100 Euro, glaube ich. 109, sowas. War ein bisschen reduziert. Und ist mir gleich gegönnt. Also ist es auf jeden Fall wert, das Geld. Also, was sage ich denn? Also ich denke schon, dass es wert ist, aber ich benutze halt jetzt gerade mal 2 Stunden. Also kann ich da noch nicht viel dazu sagen, aber so vom ersten Eindruck her ist es wirklich top. Die Maus sitzt perfekt. Gute Handhabung und jetzt muss ich hier mal das Ding Erfahrung einsammeln. Und ja, also es gibt 15, ja ich glaube 15 Tasten gibt's. Man kann hier mit der Maus, also mit meiner alten konnte man das zum Beispiel auch, dass man im Internet Seiten vor und zurück ja, blättert. Also ich kann halt jetzt eine Seite zurück
machen im Web, im Browser halt und eine Seite vor, indem ich halt einen Knopf drücke. Dann kann ich aber noch die Intensität der Maus umstellen und vieles mehr. Also 15 verschiedene Knöpfe, das sagt ja alles. Ich kann zum Beispiel hier auf der Maus, ich drücke jetzt mal auf der Maus Shift, hier. Ich habe eine Taste auf der Maus, mit der ich Shift drücken kann. Oder wartet, STRG ist es. STRG, nicht Shift. Shift ist ja Sneaken, ne? Ja. Aber ich kann auf jeden Fall hier auf der Maus STRG drücken. Also kann ich hier so mit Optifine zoomen. Dann sehe ich zum Beispiel, da ist ein Creeper. Da laufe ich nicht hin. Und da ist ein Sasquatch. Na gut. So, also wenn ihr auf der Suche nach einer Maus seid, ich weiß nicht, ob ihr euch die gönnen solltet. Also wenn ihr halt viel am Computer zockt, dann könnt ihr sie euch schon gönnen. Also ich würde sagen, das Geld ist es wert. Und ja, so viel dazu erstmal. Yay! Ich bin zu Gast auf einem neuen Land. Jetzt bin ich auf dem Toxic Gras, bin ich gerade. Bin aber noch nicht vergiftet, was ziemlich geil ist. Also, ja. Sentinel, what the fuck? Was ist das denn? Okay. Also ein sehr dunkler Grastyp ist es hier. Und hier liegt Schnee drauf. Okay. Ich habe das Gefühl, man baut das ein bisschen langsam ab, ne? Das ist eine Eisenschaufel, was ich habe. Ich denke schon, dass es ein bisschen langsam geht. Das wäre natürlich die Frage, ob man das auch zu Farmland machen kann. Nämlich, dass der drüben bei meiner Insel als Ding Farmland benutzen kann. Ich brauche nämlich Erde. Erde, damit ich da Weizen drauf planten kann, weißt du? Wäre nicht schlecht. So, dann gucken wir mal. Hier so am Start ist. Können wir eigentlich auch gleich dann einen Schneemann bauen. Oh, das ist eine neue Insel, glaube ich. Da ist irgendwie ein Dungeon. Ein Alarmo. Oh. Oh, wow, wow. Alarmo. Scheiße, der macht Alarm. Gebt euch das. Was ist das, bitteschön? Hallo. Hallo, sexy boy. Okay. Die sehen ziemlich stark aus. Oh, shit. Ich glaube, ich bin ja an der falschen Adresse. Oh, shit. Nee, nicht wegwerfen. Alter. Okay, Alarmos sind ja noch ganz okay. Die machen jetzt nicht allzu viel Schaden. Ich will ja gar nicht wissen, wie schnell die sind. Hoffentlich nicht so schnell. Das sind echt so Alarmanlagen, die dann explodieren. Hä, wie soll man die denn killen? Ich glaube wirklich, ich brauche echt langsam einen Bogen, ne? Weil diese ganzen C-Trolle zum Beispiel, da wäre es echt geil, wenn ich die mit dem Bogen abschießen könnte. Weil von Weitem oder von nah kann ich die nicht töten irgendwie, weil sie mich hier die ganze Zeit wegknallen. Das ist ja die Scheiße. Jetzt versuche ich mal, soll ich mal einen anlocken? Ich weiß nicht. Oder ich gehe. Ne, ich gehe mal dahinter. Ich versuche mich mal da vorbei zu mogeln. Hallo, just minding my own business. Wer ist das? Gadget-Dude, okay. Was haben wir hier? Oh, Chicken und ein Wolf. Ja, geil. Ihr habt aber schöne Hüte, ne? Ich habe übrigens jetzt auch einen Hut mal auf, und zwar ein Walross, genau. Jo. Ist ein Walross, oder? Oder ist es ein Ding? Ne, ist ein Walross. Jo. Jo, hier sind Chicken, die könnte ich eigentlich... Ne, die brauche ich eigentlich gar nicht mit mir zu mir rübernehmen, weil ich habe ja bei mir jetzt schon eine kleine Chicken Farm. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die schon gezeigt habe. Ich glaube schon. Ich bräuchte jetzt auch dringend mal Bambus, denn mit Bambus kann ich mir dann endlich die... Oh, hier sind ganz viele Pilze. Die Carpenter's Blocks machen. Und die wollen wir uns endlich mal machen, weil da kann man dann echt alles verstellen. Also da kann man ja jeden Block irgendwie umändern. Also
Das habe ich euch ja im Trailer auch gezeigt. Zum Beispiel ein Bett umdesignen. Also die Carpenter Blocks sind echt richtig nice. Und dazu brauche ich Bambus. Ja, müssen wir mal gucken, ob ich den irgendwo finde. Ich habe auch schon irgendwo hier in der Welt einen Lucky Block gefunden. Ich glaube, das war irgendwo da hinten. Vielleicht können wir den heute auch noch zerstören. Oh, Jesus. Jesus. So. Federn droppen die. Nice. Es wird wieder dunkel. Hier sind schöne Bäume. Was ist das? Maple. Ahornblätter. Okay. Alter, was ist das denn? Was ist das für eine Erde hier? Was ist das? Hardened Dirt. Jesus, das möchte ich gerne mal abbauen hier. Gehärtete Erde, Alter. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Sieht aber nice aus. Oh shit, Dicer. Dicer ist am Start. Komm, den töte ich, Alter. Er ist genauso langsam wie ich. Das passt ja. Passen wir ja gut zusammen. Jawohl, der ist easy. So lame wie der ist. Komm, den töten wir auch noch. Wer ist es? Was hat der? Furilon. Ach komm. Furilion, meine ich. Excuse me. Oh, der droppt sogar was. Dankeschön. Raw Furilion. Das ist doch nice. Endlich mal ein Monster, was droppt. Nein. Eine Sphinx. Ich will keine Sphinx. Nein. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Mach nix, mach nix. Tu mir nichts, tu mir nichts, tu mir nichts. Ich will doch nur meine Pilze. Was ist das? Ich nehme alles mit, was ich bekomme. Ach, das habe ich nicht bekommen, ne? Verdammt. Ich kann nicht mehr rennen. Ah. Sind die irgendwie schneller in der Nacht? Wo liegt es dran, bei der ein See-Charger ist? Wenn der Nacht schneller ist. Das könnte auch sein. Nochmal ein Dicer. Oh, shit. Oh, da ist ein Unterwassertempel. Okay. Oh, diese Teile, Alter. Ich will mich echt eigentlich nicht mit denen anlegen. Mit diesen 160 HP-Teilen. Grass Relate oder wie sie auch heißen. Die werden schon ein bisschen was drauf haben. Ja. Sieht gut aus. So. Jetzt noch schnell zu meinem Boot und dann geht's wieder auf zu meiner Basis. Man kann es leider nicht zu Farmland machen. Ah, ich habe schon befürchtet. Vielleicht wegen der Farbe einfach. Oder einfach weil es vergiftet ist. Man weiß es nicht. Okay, Leute, hier ist der Lucky Block, aber seht ihr, was dahinter steht? Es ist ein Gigant. Es sieht aus wie ein Mega-Boss. Ich weiß nicht, was es ist. Wie viel HP hat es? 80? What the fuck? Wahrscheinlich explodiert der gleich oder schießt irgendwas auf mich. Der kann doch nicht so riesig sein. Was ist denn los? Irgendwas muss der doch haben. Irgendeine Spezialattacke. Das gibt's ja nicht. Ah! Die sind friedlich! Nein! What? Was? Was? Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, Alter. Das sind Kühe. Mit einer Bazooka obendrauf. Ich glaub's gerade nicht. Alter, was ist das? Mann. Wow, es ist ja... Erst denkt man, die sind friedlich. Na gut, hier ist nichts friedlich. Was nicht normal aussieht.
Okay. Oh. Ancient Golem, okay, den haben wir schon mal getötet, glaube ich. Ich glaube, ich sogar ein bisschen Iron bekommen, oder? Komm, give me that. Oh, da ist es. Rusted Iron. Was ist das hier? Nichts. Sieht aus wie so Setzlinge, aber ist einfach nichts. Kann ich die töten eigentlich? Können wir auch nichts anhaben. Hm. Nur so Glistering Pixon. Na gut. So, was machen wir jetzt? Oh Jesus, was mache ich denn? Was mache ich denn mit dem Sentinel? Das hat sich selbst aber auch ein bisschen geschadet, ne? Jesus! Okay, ich hab's gewusst. Irgendwas stimmt da nicht. Mit dem Gerät. Ich möchte jetzt echt gerne einen Lucky Block abbauen, deswegen mache ich das einfach. Ist mir scheißegal, was der denkt. Na, Wahnsinn. Hallo erstmal. Alter. Warum Lucky Villager? Ach so, nice. Ja, nice. Was mache ich jetzt mit dem? Wie bekomme ich denn jetzt meine Basis? Jesus. Jesus, bleib da. Hey. Alter, hast du ein Glück. Hey. Alter, bist du dumm? Nein! Was ist das denn für ein Troll? Oh nein. Okay, ich bin wieder hier. Und da ist der Dorfwohner. Gut, gut, gut. Erstmal checken, dass es dem Dorfwohner gut geht. Ja, der ist wirklich... Ist echt ein Lucky Villager, kann man sagen. Denn er ist gut. Er hat gute Deals, sagen wir es so. Und ich muss jetzt hier erstmal meine Sachen aufsammeln. So. Der Troll ist weg, wie es aussieht. Zum Glück hat er einen Namen. Zum Glück ist es ein Villager, der einen Namen trägt. Oh, das war falsch betont. Ein Dorfbewohner, der einen Namen trägt. Ey, ihr wisst Bescheid, ne? Zack. Und wieder was bekommen. Copper Coins. Ich weiß echt nichts mit den Copper Coins anzufangen. Doch, doch. Genau, man kann ja traden mit denen. Aber ich weiß nicht wann. Ich weiß nicht, wann es mal dazu kommen wird. Und was für Trades man dann überhaupt bekommt. Sind wahrscheinlich die schlechtesten vom Schlechten mit dem Copper. Naja. Könnten eigentlich mal ein bisschen Fleisch droppen, aber nope, Fehlanzeige. Denken sie sich, oh, fuck yourself. Wow, Jesus. Töt bitte nicht den Villager. Du dummes Sentinel. Dummes, dummes Sentinel. Hau ab. Nein! Jawoll! Gib mir ein Zeug. Zack! Nein, 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 nein! Das muss in einem bestimmten Radius von mir sein, oder? Ich möchte dich töten, nicht, dass du explodierst. Nein, nein, nein! Das muss nicht explodieren. Yes, Alter, ich hab's getötet. Bin ich nice. Das ist immer meine Taktik. Immer unter Wasser bleiben und die von unten töten. Ja, wenn sie nicht runterkommen, ne, ist die beste Taktik. Ach, die haben einfach keinen Rückstoß. Das sind einfach so fette Batzen, so Eisenbatzen. So schwer sind sie, dass ich sie nicht zurückhauen kann. Nice! Was ist das denn? Ich weiß überhaupt nicht, wie lange die Folge schon ist. Nein, hoch, hoch. Jawohl, gut. Was habe ich bekommen? Voxpons. Ich gebe das hier mal ein und schau dann. Gibt's da was? Jawohl. Oh, Voxcannon. Nice. Voxcannon, wie bekomme ich die? Warte hier. Oh, da muss ich aber noch... Oh, scheiße, bin ich dumm. Das Dümmste, was man machen kann. Unter Wasser im Inventar gucken. Ach Gott, ey. Naja.
Also, ist es schon drin? Jawohl, er hat sich selbst... Er ist echt in die Falle geraten. Das finde ich ja schön. So, er bleibt aber jetzt erstmal hier drin. Schön ausleuchten. Der sollte eigentlich nicht despawnen. Ich möchte halt jetzt auch nicht, dass ich ihn verliere, deswegen lasse ich den erstmal da drin. Und, ja, jetzt kommen wieder ein paar Typen auf mich zu. Die brauchen wieder Stress. Jo, Leute, war das Stress oder was? Wenn das hier was droppen würde, das wäre schön. Das Alamo. Muss einfach nur nah genug oder weit genug weg sein. Und darf nicht zu nah rankommen, dann explodiert er auch nicht. Jawoll. Wird schon langsam ein Master hier. Okay. Ich glaube, wir sind schon über 20 Minuten, um ehrlich zu sein. Aber ist mir Wayne. So, und zack. Gut, dann glaube ich, könnten wir eigentlich wieder zurückgehen. Und da schauen wir trotzdem einfach mal so aus Neugierde diese Deals an. Sobald mich der hier nicht angreift. Ach, der ist ziemlich nah dran, ne? Dann will schon nicht kommen jetzt. Okay. Alter, wie viele Diamanten braucht man denn hier denn? Nein! Ja, genau deswegen habe ich den hier eingebaut. Dass die nicht hinkommen. Ja, sehr gut. Alter, das ist ja die beste Rüstung, die du haben kannst. Aber ist halt Gold, ne? Das ist das Problem. Geht's schnell kaputt? Oh nein, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Jesus. Der wird mich einmal hauen und ich bin tot. So wie der aussieht. Muss ich wieder von unten dran gehen. Jesus. Oh yeah, es geht sogar. Ich sag's euch, beste Taktik. Und ein bisschen Luft holen. Mann, das ist ja das Beste. Der droppt überhaupt nichts. Nur Copper Coins. Ach komm. Das ist ja schon ein bisschen schade, ne? Sieht so ein starkes Monster und das droppt einfach nur Copper Coins. Wie jedes 0815 Monster. Also das finde ich schon ein bisschen lame, muss ich sagen. Hm. Aber vielleicht sind die seltenen Drops einfach nur ein bisschen seltener. Oder die besseren Drops, sagen wir so. Oh, 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 Toxulus. Oh, oh, oh. Hallo. Schon wieder nur Copper Coin. Oh nein. Nein! Alter, jetzt muss ich hier aber weg. Uah. Warte mal. Realm Shifter habe ich hier noch gefunden. Aber das sind doch keine bösen Monster, oder? Warte mal. Mich noch kurz interessieren, ob das böse Monster sind. Hau ab, du Mongolitos. Hi, seid ihr böse, oder? Jawoll. Gebt euch das. Ich bekomme auch wieder... Achso, ich bekomme Copper Coins. Ja, natürlich. Natürlich bekomme ich Copper Coins und kann sie nicht verkaufen. Ach, Mann. Das, was ich hab, bekomme ich. Und das, was ich nicht hab, bekomme ich. Oder muss ich mir kaufen? Oder das, was ich nicht habe, brauche ich, um das zu kaufen, was ich schon habe. Wo ist die Logik dahinter? Mann! Ah, ich habe wieder so stark jetzt versucht, zwischen der letzten Szene, also zwischen dem letzten Clip und diesem hier, so einen geilen Übergang zu machen, wie ich jetzt auch wieder im Wasser bin, mit demselben Inventar, mit demselben Leben, mit demselben Hunger-Slot, mit derselben Hungerbar halt, das alles gleich ist, aber ich bin jetzt dreimal gescheitert und jetzt habe ich einfach keine Lust mehr. Ach, es ist einfach schwer, alles gleich zu lassen. Aber ich mag das irgendwie, so richtig geile Übergänge zu machen, wo alles passt. Also ich versuche das in Zukunft mal öfter. Aber ich habe jetzt noch zum Schluss eine Frage, und zwar, was haltet ihr davon, wenn ich jetzt zum Beispiel Minecraft 2-Pack und Mining Island in Zukunft trotzdem, weil ich habe mal angekündigt oder gesagt, dass ich die jetzt in so einer, also bei 20 Minuten halt halten möchte und nicht länger. Aber was haltet ihr, wenn ich die trotzdem irgendwie manchmal wieder länger mache? Also das heißt, dass ich die einfach, dass ich da so eine Spanne habe von 20 bis 30 Minuten, dass eine Folge Tubebag zum Beispiel mal 22 Minuten oder 20 Minuten dauert und die andere halt dann mal 29 Minuten oder bis zu 30, aber mehr als 30 halt dann auch nicht. Also dass ich halt einfach so eine Spanne habe, in der ich halt bleiben kann. Nicht, dass es jetzt immer genau 20 Minuten sein muss, dass ihr zufrieden seid. Also das ist auch schwer. Also schreibt mal eure Meinung und dann würde ich sagen,
Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und macht's gut. Haut rein. Ciao.